No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist NoGo mit Ausgabe 136. Servus Stefan, wohin geht die Reise? Hallo Markus, das werden wir in der nächsten halben Stunde bis 40 Minuten oder sind es auch 45 Minuten, werden wir das alles erörtern. Und es ist heute Montag, 19.11 Uhr, an dem wir die Aufnahme starten. Das wird sicher eine tolle Folge. Ja, wenn du das sagst, dann muss es natürlich so sein. Auch wenn der Viola-Run dieses Jahr nicht am 19.11. ist. Ja, wenn sich Gott oder wer auch immer für die Daten und die Tage zuständig ist, auf denen die Daten fallen, das nicht immer an einem Sonntag macht, den 19.11., kann man ihm auch nicht helfen. Ja, du, ist wie es ist. Wir werden noch weiterhin zu diesem Thema kommen, wenn es soweit ist, weil wir ja beide an diesem Viola-Run teilnehmen werden. Zwangsverpflichtet, du in einem Outfit zwangsverpflichtet oder einem Accessoire zwangsverpflichtet. Also ich glaube, es werden alle auf ihre Kosten kommen oder auch nicht. Das stimmt. Und du hast schon im Vorhinein angekündigt, weil ich ja für den 90-Minuten-Run angemeldet bin, das heißt, man muss 90 Minuten lang durchlaufen, hast du schon gesagt, mal schauen, ob du das schaffst. Also es könnte auch für dich und deine Lunge lustig werden. Lunge nicht, würde ich. Also ich glaube, die Lunge ist jetzt gar nicht das Problem. Es sind andere Verschleißteile an meinem Körper, okay, die vielleicht WO geben. Aber ja, wir werden sehen, ob wir dann am 18.11. natürlich dann es schaffen, die Sendung aufzunehmen oder ob ich irgendwo noch auf der Beatmungsstation liege. Nein, das werden wir schaffen. Und ja, wenn, dann komme ich zur Beatmungsstation und werde dir das Mikro vor das Gesicht halten. So, ich habe gedacht, du willst mich beatmen, zum Glück nicht. Nein, das nicht. Nein. Okay. Gut, Stefan, Länderspielpause ist, das heißt, es gab jetzt keine Pflichtspiele von der Männerkampfmannschaft und den Zweierteams, aber die Damen waren wieder im Einsatz am vergangenen Wochenende und auch noch weitere grün-weiße bzw. violette Teams, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen. Aber lass uns mal mit den Frauen anfangen. Genau, die Austria-Damen haben eigentlich wieder einen fulminanten Auftritt gehabt, 5:0 gegen Altach. Wenn man sich unsere Tipps anschaut, haben wir beide nicht damit gerechnet und haben beide gerechnet, dass das eine eher engere Partie wird, weil ja die Altacherinnen in den letzten Spielen wieder teilweise zu alter Form gezeigt haben und auch in den ersten 10 Minuten konnte man annehmen, dass das eine sehr enge Geschichte wird. Fakt ist, dass es uns gelungen ist, noch in der ersten Halbzeit das 1:0 zu schießen und durch das 1:0 der Express hat dann in der zweiten Halbzeit dann so richtig zu rollen begonnen und es war dann im Endeffekt ein 5:0 Tore von Volkmar, also zwei Tore von Volkmar, übrigens Fußballerin des Jahres, herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Schichtl, Mutschkova hat das erste Pflichtspieltor geschossen und Kirchberger sorgte dann in der 81. Minute für den Schlusspunkt. Das Einzige, was noch ausbaufähig ist, aber das geht, glaube ich, der ganzen Frauen-Bundesliga so, ist die Anzahl der ZuschauerInnen, die lag bei 170. Ich weiß gar nicht, wie viel zu Rapid derzeit kommen. Vielleicht kann man das noch eruieren. Aber ja, die Austria ist derzeit in der Tabelle auf Platz 2 hinter St. Pölten aufgrund des Torverhältnisses und am besten Weg ins obere Playoff. Also die Männer könnten sich da schon das ein oder andere Scheibchen abschneiden. Ja, die Rapid-Frauen sind nicht auf dem Weg ins obere Playoff, aber auf den Weg in Liga 2. Wir haben zwar schon auch Zuschriften bekommen, danke an dieser Stelle. Ich glaube, es war über Social Media, dass es nicht fix ist, dass sie als Erste auch dann auf jeden Fall in Liga 2 mit dabei sind in der nächsten Saison, sondern dass es da wahrscheinlich erst noch Relegationsspiele vonnöten sein werden. Wir werden dann natürlich schauen, ob es das tatsächlich so ist. Das Regulatorium ist nicht komplett klar, wer dann gegen wen spielen muss. Wenn Zeit kommt auch der Rat und wir werden dann alle ein bisschen schlauer sein, wenn es soweit ist. Stand jetzt ist es eben noch nicht fix, aber mit den bisherigen Leistungen muss man doch sagen, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass man gleich in der ersten Saison auch einen Meistertitel holen wird, auch wenn es
nur in der dritten Liga, in der Landesliga sein wird. Weil du gefragt hast, jetzt am vergangenen Wochenende stand das kleine Wiener Derby bei der Wiener Viktoria an. Dabei waren 111 Zuschauerinnen vor Ort, also bei diesem Auswärtsmatch. Und die Rapid-Frauen konnten im sechsten Pflichtspiel den sechsten Sieg einfahren und haben sich mit 6:0 durchgesetzt. Früh schon das 1:0 in der siebten Minute durch Tinesch. Dann kurz vor der Halbzeit hat Rauter in der Nachspielzeit zum 2:0 nachgelegt. Und in der zweiten Hälfte war es dann Kalaf per Doppelpack sowie König und Johnston, die das Resultat am Ende noch auf 6:0 schrauben konnten. Damit führt man die Tabelle souverän mit 18 Zählern an vor Dynamo Donau, die 12 Punkte am Konto haben, aber noch ein Spiel weniger. Das heißt, die können auch jetzt dann vielleicht noch auf 15 anschließen. Aber eben vor allem das Torverhältnis mit 41:1 wirklich überragend und fast Woche für Woche eine Machtdemonstration. Und wenn es so weitergeht, wie gesagt, dann sollte da wirklich an Platz 1 nichts oder nicht viel zu rütteln sein. Beim letzten Heimspiel gegen Altera Porta, da waren übrigens 350 Zuschauer zugegen, laut der ÖFB-Webseite. Okay, ich muss mich natürlich wieder mal ausbessern. Ich habe wieder mal Blödsinn gesprochen, weil ich in der Tabelle in die falsche Spalte geschaut habe. Also sie sind natürlich nicht punktegleich an erster Stelle. Sie haben 7 Spiele, nicht 7 Punkte, beide Vereine. St. Pölten führt mit 19 Punkten und die Austria Wien Frauen mit 17 Punkten auf Platz 2. Aber dann ist schon ein kleiner Polstersturm, zwar ein Spiel weniger, aber trotzdem nur 10 Punkte oder 10 Punkte bis jetzt. Ja, also das ist aber auf jeden Fall, was du letzte Saison so ein bisschen als Ziel ausgegeben hattest und was ja dann knapp oder ja nicht gereicht hatte, dass man die Nummer 1 in Wien ist, sollte dieses Jahr doch relativ, sage ich jetzt mal, locker möglich sein, weil die Wiener bis jetzt nicht so gut unterwegs, nur 8 Punkte bisher am Konto und dass die Austria doch klar drüber zu stellen bisher. Genau, die Vienna, die hat die Saison oder den Saisonstart noch nicht, also sie sind noch nicht so richtig ins Laufen gekommen, der Motor der Vienna, und ja, schauen wir mal, ob sie das noch schaffen. Da war auch ein kleiner Umbruch im Sommer, was ich so gelesen habe, aber so drinnen bin ich da nicht. Die Austria, da ist etwas entstanden. Da sieht man die Entwicklung und genau die Frauen zeigen quasi das, was man bei den Männern jetzt schon relativ lange erwartet und sucht vergeblich. Also so wie du gesagt hast, Stefan, gute Scheibe abschneiden die Herren und sich ein Beispiel dran nehmen. Genau. Und das am besten schon am kommenden Wochenende. Ja, je früher, desto besser, ist ja ganz klar. Ja, bevor wir aber aufs nächste Wochenende kommen, wie angesprochen, lass uns einen Blick auch werfen auf die Akademien. Die haben wir eigentlich ja bis jetzt noch gar nicht wirklich mal betrachtet gehabt und wissen aber eigentlich auch immer wieder, was man hört, dass in den AKs tolle Arbeit geleistet wird in Wien, was jetzt dann, ja, sag ich mal, wo es dann ein bisschen hakt, ist dann wirklich in die Zweierteams teilweise und dann den Erwachsenenfußball tatsächlich mitzunehmen, also in die Kampfmannschaften. Also dieser Fluss ist nicht so gegeben, hören wir auch immer wieder, sag ich mal, Infos bzw. gewisse Kritik, auch kritische Töne vom Alex, unserem Spielervater, mit dem wir das Special gemacht haben, auf Weg zum Profi, und auch den Teil 2 mit ihm, wo der Hauptschwerpunkt auch sich in Richtung Ernährung dreht. Und bei der U15 sieht es derzeit so aus, dass RB die Tabelle anführt, 18 Punkte, also das Maximum geholt bis jetzt aus den 6 Spielen, dann dicht gefolgt von der Austria und Rapid, die Punkte gleich jeweils 15 Zähler am Konto haben, die Austria aber das bessere Torverhältnis. Und ja, bis zum vergangenen Wochenende lief es gut für die Grün-Weißen, aber dann gab es eine klare 0:5 Niederlage eben jetzt in Salzburg, damit die erste Pleite und die, wie gesagt, eben überdeutlich, und Salzburg eben nicht nur die volle Punkteausbeute da bisher geholt, sondern eben auch 32:4 Tore, ja, relative Machtdemonstration da in dieser Altersklasse. Genau, und die Austria hat da im letzten Ligaspiel, das war am 5.10. gegen die SV Ried 4:0 gewonnen in der Austria Akademie und so ihren Erfolgslauf fortgesetzt. Genau, bei der U16 schaut es so aus, dass hier der LASK im Moment vorne liegt. Da ist alles ein bisschen enger beisammen. LASK auf Platz 1, die Austria auf Rang 2, RB hier auf Platz
3 und die Rapid U16 derzeit nur auf Rang 7 mit 3 Siegen und 3 Niederlagen. Und am vergangenen Wochenende hat auch die U16 eine deutliche Niederlage in Salzburg kassieren müssen und hat sich ebenfalls mit 0-5 geschlagen geben müssen. Also da war es leider auch hier sehr, sehr ähnlich. Eigentlich wird am nächsten Spieltag dann schon vom Nominellen anstehen, dass die Austria gegen Red Bull in den Akademien antreten muss, aber das ist irgendwie verlegt worden erst auf Ende November, also da kommt es erst am 29.11. zu diesen Duellen. Genau, die Austria hat da auch gegen Ried gespielt in der letzten Runde und hat da 6-0 gewonnen mit der U16. Genau, also das ist ja eigentlich fast immer so, dass die drei Teams dann immer sozusagen geballt im Bundle dann auf die anderen Akademien treffen. Bloß bei der Rapid U18, ich nehme stark an, das wird wegen der Länderspielpause, weil auch die U18, 19 da eben im Einsatz war, nicht so gewesen sein. Diese Partie in der RB Akademie ist auf den 7.12. verlegt worden. Das heißt, da ist es dann eben jetzt schon ein bisschen her, dass das letzte Spiel war eben am 5.12. Und aber bis jetzt noch eine weiße Weste für die U18 von Rapid. 5 Spiele, 5 Siege, 15 Punkte, 18-2 Tore. Das heißt, man führt hier die Tabelle an vor der Austria, die 13 Punkte sammeln konnte. 4 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage und RB mit 3 Siegen und 2 Unentschieden. Das heißt, genau wie Rapid noch ungeschlagen und 11 Punkten. Also die Austria hat jetzt schon 6 Spiele und RB sowie Rapid erst deren 5. Genau, und, und die Austria hat, also nur der Vollständigkeit halber, gegen die U18 Ried 8-0 gewonnen und das Akademien-Derby, das steigt am Nationalfeiertag, am 26.10. in diesem Jahr. Genau, und dann werden wir es, denke ich mal, in der nachfolgenden Sendung, Stefan, uns sich nehmen lassen, um auch darüber kurz zu berichten, wie denn diese drei Duelle dann ausgegangen sind. Bist du dir sicher, dass du das willst? Werden wir aber auf jeden Fall, muss ja kein großer Exzess sein, aber wir werden kurz darüber berichten. Ja, aber auch wenn es 3 Rapid-Niederlagen gibt, willst du trotzdem darüber berichten? Wird es nicht geben. Ich glaube, so wie es in allen Altersklassen derzeit ist, könnte es doch relativ ausgeglichen werden. Aber wir werden es schauen und genauso wie jeder von uns dem Mann stehen muss, wenn es zum großen Derby kommt und ja, wird es auch da, werden wir es über uns ergehen lassen, Stefan. Sie hörten Markus, der Mann des Ausgleichs. Dabei war der noch lang vor meiner Zeit. Ja gut, dann weiter im Programm, würde ich sagen. Ja, weiter im Programm. Gerade jetzt, denke ich mal, aus der Ecke Stripfing gibt es Neuigkeiten, lieber Stefan. Jetzt nicht nur, dass eben das nächste, sag ich mal, Violett-Grün-Weiße aufeinandertreffen, kurz nach dem Nationalfeiertag, dann ja im Cup steigt zwischen Stripfing und Rapid im ÖFB-Cup und das Ganze auf der Hohen Warte, sondern Rapid wird sich dann vielleicht auf neue Begebenheiten einstellen müssen, weil Stripfing in Sachen Trainer reagiert hat. Genau, sie haben den alten Trainer Inaki Bea freigestellt, aufgrund anhaltender Erfolgslosigkeit. Stripfing derzeit drittletzter in der Tabelle, in Liga 2, und man hat jetzt die Reißleine gezogen, man ist mit der aktuellen sportlichen Entwicklung nicht zufrieden. Ja, also kann man so sehen, wenn man Drittletzter ist und nur 6 Punkte am Konto hat. Und es übernimmt einmal interimistisch Alex Grünwald, Austria-Legende Alex Grünwald, seine erste Trainerstation. Ich denke, er hat keine Pro-Lizenz noch und kommt nicht da in Frage, da länger zu übernehmen. Aber ja, Alex Grünwald übernimmt jetzt, ist dort Sportdirektor. Und was man so hört von Stripfing, dürfte es dort trotzdem noch immer zugehen und wenig Strukturen und viel Wirrwarr. Also ja, ein Verein, der nicht zur Ruhe kommt. Erich Kirisitz ist der Obmann von Stripfing, der Rapid-Pfarrer, ich weiß es leider den Namen nicht, ist der Präsident von Stripfing. Der Austria ist der Kooperationsclub, da gibt es viele Player, die, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Sachen wollen, und das merkt man auch, und es ist ziemlich schwierig, glaube ich, da in Stripfing zu bestehen und da in Ruhe mit der Mannschaft arbeiten zu können. Aber
Ja, Alex Grünwald jetzt Interimstrainer. Bin gespannt, was er aus der Mannschaft macht. Weil wenn man sich den Kader jetzt anschaut, auch mit den Kooperationsspielern von der Austria, das sind alles einerseits große Talente, die auch schon teilweise in der Kampfmannschaft von der Austria gespielt haben und auch dort schon funktioniert haben und man sie jetzt nach Stripfing gegeben hat, um sich weiterzuentwickeln und um zu einem kompletten Spieler zu reifen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Sanel Salic denke. Aber dennoch verfolgt Stripfing anscheinend auch noch eigene Ziele, wie es ja auch als eigenständiger Club richtig ist oder auch erwartbar ist, und will nicht nur Spieler entwickeln, sondern eben sich auch in der Tabelle nach oben orientieren. Ziel ist natürlich, die zweite Liga zu halten. Und muss auch im Sinne der Austria sein. Muss natürlich auch im Sinne der Austria sein, und es gibt natürlich auch arrivierte Spieler in Stripfing, ein Ramsebner zum Beispiel, der schon ein sehr, sehr erfahrener Bundesligaspieler ist. Und in Situationen wie diesen gibt man wahrscheinlich dann eher den Älteren den Vorzug als jüngeren Spielern, von denen man Entwicklung erwartet. Also ja, wird auf jeden Fall spannend, wie sich's da weiterentwickelt bei den Niederösterreichern. Und die nächste Cup-Runde, wie du richtig gesagt hast, gegen Rapid, kann ja wie so oft ein Spiel gegen Rapid zu einer Trendwende, also der Startschuss einer Trendwende sein. Denke ich jetzt mal nicht, aber wir werden schauen, was natürlich passiert. Können auf jeden Fall sagen, das nächste Duell ist auf jeden Fall eins unter den Kellerkindern unter sich. Stripfing trifft dann auf Voitsberg, das heißt eben der Drittletzte gegen den Vorletzten. Und wenn wir schon in Liga 2 sind, können wir gleich auch noch einen Blick auf Rapid 2 werfen. Die stehen weiterhin sehr toll da, befinden sich im Moment auf Rang 3, 6 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen, zuletzt wieder die Kehrtwende geschafft. Denk mal, ab dem Auswärtserfolg, dem Überraschenden in Ried, ging es wieder ziemlich steil bergauf und man konnte extrem fleißig punkten in den vergangenen Partien. Der Sieg im Innviertel, danach ein 1-0 daheim gegen Amstetten und zuletzt ein 2-0 im kleinen Derby daheim gegen den FAC. Und am nächsten Freitag geht es dann weiter zu Hause sondern in Kapfenberg. Genau. Ab zum Tippspiel. Der No-Go-Tipp der Woche. Ja, und da können wir sagen, der Schurl hat sich an der Spitze gehalten, aber sein Vorsprung ist ein wenig geschmolzen, weil er im Gegensatz zu vielen anderen am vergangenen Wochenende nur 2 Punkte eingesackt hat. Also die meisten haben 4 gemacht, indem sie eben auf die Rapid-Frauen und die Austria-Frauen gesetzt haben und dann nicht das richtige Ergebnis erwischt hatten, was dann eigentlich auch oftmals nicht wirklich einfach ist, bei den mitunter hohen Siegen, die da eingefahren werden. Am besten hat es gemacht, unter anderem der Timoti aus der Spitzengruppe, der 7 Punkte eingesackt, das heißt eben ein Fünfer mit genau richtigem Ergebnis geholt und dann noch die obligatorischen 2 Punkte im anderen Spiel und die sich damit eben einen Viertelspieltagssieg gesichert. Er hat jetzt insgesamt 30 Punkte am Konto und liegt auf Platz 3, ebenfalls 30 Punkte hat das 0768. Auf Rang 2 ist nach wie vor der durstige Wolf mit 31 Zählern und wie gesagt an der Spitze noch der Schur mit 32 Punkten. Auch der Stefan und ich liegen gut im Rennen, haben uns beide schiedlich friedlich immer noch mit Punktegleichheit, Anführungszeichen, zufrieden gegeben. Jeweils 25 Zähler am Konto und belegen im Moment gemeinsam mit dem Purple Alien Platz 18. Aber ja, es geht dann innerhalb von 4-5 Punkten eigentlich ganz schnell Richtung Top 3, Top 5. Also da ist noch alles drin, sowohl für uns als auch für euch. Ja, und es geht natürlich auch was in diesem Tippspiel. Ihr könnt in diesen Monat Theaterkarten gewinnen. Ich führe Regie wieder bei einem Theaterstück. Bonjour, oder könnten wir bitte beim Text bleiben, heißt das Stück. Es wird aufgeführt vom 8. bis 23. November im Theater Center Forum in Wien. Ich spiele nicht mit, umso sehenswerter ist es wahrscheinlich, aber ich führe Regie, das heißt, man sieht auch meine Handschrift oder erkennt wahrscheinlich auch ein bisschen meine Handschrift und meinen Humor, den ihr ja alle so schätzt aufgrund dieses Podcasts. Und es
sind 2 Karten zu gewinnen an einem Tag eurer Wahl. Wir machen uns das dann alles in Ruhe aus, wenn der Tippspielsieger feststeht. Und es gibt auch die Einsätze, die uns betreffen, Markus. Ja, sicher, die dürfen nicht fehlen. Die dürfen nicht fehlen. Und da haben wir uns jetzt vereinbart. Stefan, was genau? Das lässt mir wieder das Komplizierte erklären. Ja. Okay. Ihr seid ja schon langjährige Hörer und es gab schon mal einen ähnlichen Einsatz, da habe ich verloren und musste in jeder Sendung einen Rapid-Fun-Fact präsentieren, der so nicht am Tableau war. Dieser Einsatz ist ein ähnlicher und zwar geht es nicht um Fun-Facts, sondern historische Fakten. Der Verlierer muss jeweils einen Fakt über den anderen Club vortragen in jeder Sendung, aber mit dem Unterschied, dass der Gewinner in der Vorwoche immer sagen darf, um welches Thema es sich dreht. Beispiel, ich sage, ich gewinne, Markus verliert und ich sage dann zum Markus, bitte, mich würde interessieren, die legendärsten Europacup-Spiele von der Austria und er muss das dann recherchieren, muss mir das dann vortragen und vielleicht eine Szene nachsprechen, was da passiert ist und beschreiben oder wie auch immer oder wer waren die besten Spielmacher oder wer war der erste Legionär, den die Austria verpflichtet hat und so weiter und so fort. Also könnte auch ganz interessant werden für euch da draußen. Mit Sicherheit. Und auch für uns wahrscheinlich. Ja, doch, das stimmt natürlich auch. Wir lernen ja auch nie aus und gerade wenn es um den Rivalen dann geht, mit Sicherheit einige Sachen mit dazu. Ja, ihr könnt in jedem Monat mit dabei sein. Es gibt, wie schon verraten, jetzt immer einen Monatspreis und jeden Monat wird das auch wieder das Ranking zurückgesetzt, sodass wir wieder alle die gleichen Chancen haben, sowohl der Stefan als auch ich, um unsere interne sozusagen Wette für uns zu entscheiden und auch für euch da draußen, um mit neuem Elan, neuer Freude, neuem Spaß und eben neuen Möglichkeiten wieder mit am Start zu sein. Und Stefan, genau. Wo ist das Ganze möglich? Es kostet ja nichts, dass man mitspielt. Genau, unter kicktipp.at/nogo könnt ihr mitspielen und seid dann auch mit dabei. Und Achtung, ich sag's nochmal, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, kicktipp.at/nogo, da kommt eine Fehlermeldung, aber wenn ihr eingibt /nogo/, dann kommt ihr zu unserem Tippspiel. Die URL hat sich da geändert, da können wir nichts dafür, das hat Kicktipp so gemacht. Genau, so schaut's aus. Und wir gehen jetzt mal wieder in die Vollen und werden schauen, was jetzt in den nächsten Tagen alles für Partien anstehen, unsere Tipps abgeben und greifen dann auch schon ganz kurz voraus, so habe ich es jetzt auf jeden Fall eingestellt, in die nächste Woche, weil jetzt zwischen eben Freitag und kommenden Dienstag gibt es wieder viele Partien und ja, wir werden jetzt unsere Tipps ins Feld checken und schicken und es stimmt nicht, was ich gesagt habe, es geht schon am Mittwoch jetzt dann los, zwischen Mittwoch und nächsten Dienstag, also gibt es viel zu tippen und los geht's eben an jenem Mittwoch 19:30 mit dem Duell in der Wiener Landesliga zwischen den Rapid-Frauen und dem Wiener Sportclub 1B. Stefan, dein Tipp? 8:0. Gut, bin ich aber froh, dass ich nicht das gleiche habe, ich habe 7:0. Okay. Dann am Freitag sind unsere beiden 2 Teams im Einsatz. Um 19.30 Uhr heißt es Young Violets gegen Sport Union Mauer. 2:0. Das heißt, die Young Violets sind im Moment auf Rang 3, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Und Mauer ist auf Platz 10 und ich habe hier ein 2:1. Okay. In Liga 2, eine Stunde später, das heißt um 20.30 Uhr, gibt es das Duell zwischen Kapfenberg und Rapid 2. Die Steirer sind im Moment auch relativ gut unterwegs und befinden sich auf Rang, sobald ich es finde. Ich glaube, 5 war es. Genau, 5. 1:2. Stefan sagt 1:2 und ich habe ebenfalls 1:2. Okay. Dann haben wir am Sonntag jede Menge Spiele, und zwar deren 3 um 3 verschiedene Uhrzeiten. Um 13.30 Uhr geht es los in Favoriten mit dem Frauen-Bundesliga-Duell zwischen der Austria und Neulengbach. 6:0. Ich habe hier 4:0.
um 14.30 Uhr heißt es Austria gegen Austria und zwar in Klagenfurt gegen den FAK. 1 zu 3. Habe ich 1 zu 1. Und um 17 Uhr dann das Aufeinandertreffen im Weststadion zwischen Rapid und Hartberg. 2 zu 2. Habe ich 3 zu 1. Und last but not least, am nächsten Dienstag sind schon wieder die Young Violets im Einsatz. Und zwar beim Team Wiener Linien der Elektra um 19.30 Uhr. Entschuldigung, jetzt habe ich da reingeredet. Gleich zweimal, yes, strike. Die Elektra im Moment auf Rang 9, auch wenn die jetzt dazwischen natürlich ebenfalls noch ein Match haben. Und mein Tipp ist 0 zu 1. Okay. Genau, ihr könnt, wie gesagt, da gratis mitspielen, mit dabei sein. Es gibt jetzt auch im Oktober noch einige Partien, die ausstehen. Nächste Woche dann eben neben dieser Dienstagspartie unter anderem auch wieder Europacup, weitere Zweier- und Frauenteams-Spiele. Und ja, das heißt, es gibt noch jede Menge abzugreifen. Und selbst wenn es jetzt vielleicht dann schwer wird, in diesem Monat noch ganz nach vorne zu kommen, könnt ihr euch schon mal warm spielen und warm tippen für den nächsten Monat, wenn es dann wieder alles zurückgesetzt wird und ihr voll angreifen könnt. Das war's vom Tippspiel. Der No-Go-Tipp der Woche. Genau. Und Stefan, wie du angekündigt hast, wir blicken mal auf die Kampfmannschaften und die waren ja auch jetzt in der Länderspielpause nicht untätig. Genau, die waren nicht untätig. Die Austria hat gegen die Admira getestet, hat 3 zu 0 gewonnen. Relativ klar, relativ auch überraschend, muss ich sagen, dass das so klar war. Es gibt kein Videomaterial über das Spiel. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, das Spiel stand auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es waren zwar dann schon ein paar Leute da, es gab dann auch ein paar Fotos vom Spiel, aber Bewegtbilder habe ich keine gefunden, außer vom Florian Wustinger, der sein Comeback nach über 700 Tagen gefeiert hat. Verletzung, Kreuzbandriss, zweimal gerissen, Schulterluxation und ist jetzt wieder zurück, hat dann in einem Interview gesagt, es geht ihm gut, er fühlt sich gut, es taugt ihm am Platz zu stehen, in den Spielen lernt er am meisten und das Wichtigste, er ist schmerzfrei und voller Selbstvertrauen. Das heißt, das war quasi die erfreuliche Meldung in der Länderspielpause für die Austria, also nicht nur der Testspielsieg, sondern eben auch dass Flo Wustinger jetzt wieder zurück ist und Thomas Helm dann langsam aber doch wieder eine Alternative auf der Sechserposition hat. Und wir wissen ja alle, die brauchen wir wie ein bisschen Brot. Ja, haben wir jetzt schon öfters drüber geredet und es war auch gleich mal in der letzten Folge durchaus Thema, dass wir darauf ein bisschen größer eingegangen sind, was da die Möglichkeiten sind und was sich ergeben kann. Genau, und der vollständige Halber, die Tore haben geschossen Maurice Malone, das 1 zu 0 und dann ein Doppelpack von Cristiano, der sich auch immer mehr zum Goalgetter der Maus hat, vor allem in den Testspielen, ein ziemlich flinker Spieler, ein ziemlich guter Spieler, der auch hinter die Abwehr laufen kann und dann Lücken findet. Also ich glaube, mit dem werden wir dann noch relativ viel Freude haben. Ich habe da ein bisschen die Bedenken, dass da einfach noch die sprachliche Barriere noch nicht so ganz passt, aber dürfte jetzt auch schon von Woche zu Woche besser werden. Nachdem er zuletzt doch durchaus in der Kritik war, würdest du ihm mal statt Prelitz vielleicht reingeben und die Chance geben von Beginn weg? Ich weiß noch nicht, ob das ein Startelf-Spieler ist. Also ich glaube eher, ich würde den eher noch als Joker sehen, statt Preletz. Ja, würde ich vielleicht sogar Huskovic mal eine Chance geben, wobei ich nicht weiß, ob der gar nicht in Form ist oder so, weil der so überhaupt nicht mehr eine Rolle spielt oder so wenig eine Rolle spielt. Das würde mich da wirklich interessieren, was da bei Huskovic so ein bisschen fehlläuft derzeit. Okay, würdest du dann Cristiano die Chance als ersten Joker geben oder Einwechsler im Sturm vor Raguschitz vielleicht mal die Chance geben dann? Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich könnte mir sogar schon vorstellen, ich meine, ich glaube, Raguz kann noch keine ganze Halbzeit spielen, aber ich könnte mir sogar Raguz einmal in der Startelf vorstellen, weil der ja zwar noch nicht viele Einsätze auf hohem Niveau hatte oder noch nicht lange Einsätze auf dem höchsten Niveau, also Bundesliga hatte, aber
Ja, er ist groß, 1,92, ist bei den Standardsituationen immer gefährlich und er ist auch ein Zielspieler im Angriff, so ein klassischer Zielspieler, der es auch versteht, Bälle festzumachen und auch Räume für die Mitspieler schaffen können, und man kann mit Hilfe von einem Ragut und mit all seiner Erfahrung vielleicht auch schon damit zurückgreifen, dass der eben auch, wie es auch Tapakovic schon gemacht hat, die Bälle im vorderen Drittel irgendwie nochmal verteilt und dann eben auch Angriffe einleitet und eben auch eine Möglichkeit schafft, über die Mitte vielleicht einmal Richtung Tor zu stoßen und nicht immer nur auf die Seite zu spielen und reinzuflanken. Okay, bei ihm gab es da schon kurzzeitig die Sorgen, dass er sich wieder verletzt haben könnte, weil er dann bei der Admira zur Halbzeit, glaube ich, gekommen, nach 20, 25 Minuten hat er schon wieder raus müssen, aber war ja wohl nur, ja, nicht nett, aber nur eine kleine Kreislaufgeschichte und nichts Wildes. Genau. Also da hat man nichts gelesen, dass da jetzt da wieder eine Verletzung aufgekommen ist oder so. Und denke mal auch nicht, dass da jetzt irgendwas passiert ist. Ja, und hoffen wir natürlich auch alle nicht, wäre ihm wirklich genau zu gönnen, wenn er da mal richtig am Ball bleiben kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei Rapid war es so, man hat auch getestet, einen Tag schon vor der Austria, und zwar gegen Horn. Und auch diese Partie war nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Trainingszentrum gab es einen 2:0 Erfolg. Ja, sehr viele Spieler aus der Kampfmannschaft oder sagen wir so aus der Stammkampfmannschaft kamen nicht zum Einsatz. Dafür zum Beispiel eben mit Thierry Gale, einer, der nach langer Zeit auch sein Comeback gegeben hat nach Verletzung, und Jakob Schöller, der nach seinem Wechsel von der Admira zu Rapid jetzt erstmals wirklich für die Kampfmannschaft wirklich am Start war. Der war ja auch nach seinem Wechsel dann, oder ist verletzt zu Rapid gekommen, hat jetzt erstmal wieder komplett fit werden müssen. Ich denke mal, könnte mir gut vorstellen, dass man beide irgendwann demnächst das ein oder andere Mal vielleicht im Zweierteam sehen kann, um dort wirklich ja, Wettkampfminuten zu bekommen. Gale hat sich auch gleich super vorgestellt wieder und hat gleich in der ersten Minute zum 1:0 eingenetzt. Er hat dann auch nur diese Halbzeit gespielt, genauso wie Schöller. Für ihn ist er ebenfalls auch zur Halbzeit raus, und in der zweiten Hälfte dann noch Jezic zum 2:0 nachgelegt. Ja, ich denke mal, jetzt nichts, wo man jetzt riesige Analysen drauf geben muss und geben kann. Eben wie gesagt, weil diese Mannschaft so zusammengespielt hat, wie sie, glaube ich, noch nie zusammengespielt hat und auch kaum mehr zusammenspielen wird. Und einfach eben es Zeit war, den Spielern mal Einsatzminuten wiederzugeben, die zuletzt nicht sehr viel oder eben noch gar nicht zum Zug gekommen sind. Ja, und dann geht es jetzt da dann am kommenden Wochenende, und zwar am Sonntag, für beide Mannschaften in der Meisterschaft weiter. Richtig. Die Austria beginnt da schon um 14.30 Uhr, Rapid folgt dann um 17 Uhr. Die Austria spielt gegen Austria Klagenfurt, kann eine oder wird eine sehr interessante Partie, weil ja beide Teams ja auch durchaus gemischte Leistungen in den letzten Wochen gezeigt haben. Klagenfurt hat eine relativ ordentliche Heimbilanz, die Austria hat eine relativ schwache Auswärtsbilanz, also mal sehen, ob da quasi eine Trendwende eingeleitet werden kann. Das wäre natürlich für die Veilchen sehr zu wünschen. Auch das Spielsystem ist ein bisschen unterschiedlicher. Klagenfurt schaltet schnell um in dieser Saison, versucht eher defensiv zu spielen und dann auf Konter zu setzen, wartet auf die Umschaltmomente und versucht es dann schnell zu machen und so zu Tore zu kommen. Und die Austria spielt, wenn man quasi ein System jetzt da herauslesen will, viel im Ballbesitz, presst phasenweise hoch, phasenweise nicht hoch, also phasenweise erst ab der Hälfte circa. Und ja, also da gibt es jetzt schon noch Unterschiede im Spielsystem und wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Und Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden. Und Kleinigkeit kann auch sein, quasi die Spielfreude bzw. die Form von Dominik Fitz, unseren Unterschiedsspieler, der natürlich da mit seinen Passes und mit seiner Spielintelligenz da den Unterschied auch machen kann. Und bei Klagenfurt ist auf jeden Fall ein gewisser Herr Bob Zien wichtig zu decken und zu beobachten. Der Neuzugang von Austria von Austria Lustenau hat schon einige Male jetzt getroffen und ich glaube, viermal schon in dieser Saison, 4 Tore schon geschossen von 9 Toren, die Austria Klagenfurt geschossen hat, ist das schon ein ganz beachtlicher Wert. Also ja,
Mal sehen, was der Sonntag bringen wird. Ich hoffe auf einen Sieg und auf einen Sieg hofft natürlich Peter Parkholt nicht, der wieder so nett war und ein paar Fragen von uns beantwortet hat. Das hört ihr jetzt. Lieber Peter, vielen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit nimmst und uns Rede und Antwort stehst. Am kommenden Wochenende findet ja wieder mal das Duell der beiden Austrias gegeneinander statt, nämlich Austria Wien gegen Austria Klagenfurt in Klagenfurt. Und wir hätten dazu ein paar Fragen. Und zwar möchte ich gleich mit der ersten beginnen, die lautet 8. gegen 7. Erwartest du irgendwo ein richtungsweisendes Duell, auch wenn ihr noch eine Partie weniger habt? Richtungsweisendes Duell würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist momentan alles noch so eng beisammen, dass man da jetzt nicht sagen. Ich glaube, für beide, für jeden Verein tut jetzt im Moment der Dreier gut und so wird wahrscheinlich auch dieses Spiel sein, dass da natürlich beide Vereine versuchen werden, an Dreier einzufahren. Die Austria hat auswärts bisher erst 2 Punkte holen können. Ihr seid bis dato aber auch noch nicht die Heimmacht in dieser Saison. Wie siehst du die Ausgangslage allgemein? Ja, die Statistik ist für beide Vereine im Moment nicht großartig, vor allem in die Heimspielen. Wir haben sicher auch unsere Probleme, aber das ist sicher darauf zurückzuführen, dass wir natürlich im Sommer einen riesengroßen Umbruch gehabt haben. Das merkt man auch. Wir tun sich schwer, Chancen zu kreieren. Ja, und den wird aber Woche für Woche gearbeitet und natürlich bei der Austria wird es an anderen Dingen liegen, das, was mich aber nicht berührt, weil das ist nicht meine Aufgabe. Die Klagenfurter haben bisher in dieser Bundesliga-Saison erst 9 Treffer erzielt. Wie soll sich das gegen die Veilchen ändern? Stehen eigentlich ziemlich kompakt in dieser Saison in der Abwehr hinten. Ja, wir haben mit unseren 9 Treffer eigentlich trotz allem eine große Punkteanzahl geschafft. Das ist natürlich sehr positiv. Und ja, natürlich wollen wir in diesem Heimspiel auch als Sieger hervorgehen. Wir wollen natürlich klar im eigenen Stadion auch unseren Sieg, unseren Fans einen Sieg präsentieren, dass es nicht einfach ist. Das hat ja in den letzten 3 Jahren, wenn man ja gesehen, die Spiele gegen die Austria waren in Wien oder in Klagenfurt immer sehr, sehr eng. Siehst du mit der Austria einen Gegner auf Augenhöhe oder glaubst du, dass sie noch immer über mehr Qualität als Klagenfurt verfügt? Ich denke schon, dass die Austria, also die Wiener Austria, noch immer einen Kader hat, der was von der Qualität her was hergibt. Aber es ist natürlich, wie vorher schon gesagt, auch nicht meine Aufgabe, da jetzt über die Austria, über die Wiener Austria zu reden, sondern wichtiger ist, was wir bei Austria Klagenfurt bewerkstelligen können. Wir haben unseren Kader und da müssen wir das Maximum rausholen. Dass der Kader im Moment nicht sehr groß ist, wissen wir schon seit Sommerbeginn. Aber im Moment haben wir doch eine Punkteanzahl gemacht, mit der man zufrieden sein kann, gar keine Frage. Aber jetzt wollen wir natürlich auch im Heimspiel gegen die Austria auch dementsprechend auch da punkten. Lieber Peter, vielen Dank für deine Antworten. Wir sind jetzt wieder mal durch dich etwas schlauer geworden. Ich wünsche dir ein faires und spannendes Spiel am kommenden Wochenende und wir hören uns sicher bald wieder. Baba! So, ihr beiden, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was sagen können und wünsche euch beiden weiterhin alles Gute mit eurem Podcast und liebe Grüße. Ja, vielen lieben Dank an den Peter, dass er so oft für uns ja, Rede und Antwort steht und seine Meinung und Analysen zum Besten gibt. Wir werden natürlich auch nach der Partie wieder um eine Stellungnahme von ihm bitten und hoffen, dass er dann wieder so bereitwillig Auskunft gibt und wir es dann in die nächste Sendung ebenfalls einbauen können. Genau. Und Rapid spielt gegen Hartberg. Der ungeschlagene Manfred Schmid kommt zu euch. Genau. Wobei, war es beim WRC noch immer ungeschlagen dann gegen Rapid? Ich weiß es gar nicht. Mit der Austria auf jeden Fall. Also ich habe gedacht, du hast jetzt als Hartberg-Coach gemeint, da ist er wirklich furios. Ach so, ja, mit den Hartbergern. Aber da ist er ja noch nicht so lange. Also. Nee, aber bis ja. Jetzt eben 3 Spiele, 3 Siege. Und allgemein haben sich die Hartberger in der jüngeren Vergangenheit sehr gut präsentiert, denke ich mal, hatten es, wie wir jetzt auch gleich im Nachgang etwas hören werden, nicht so einfach mit dem doch überraschenden Trainerwechsel von Markus Schopp eben aus der Steiermark zum LASK und eben mit Manfred Schmid jetzt einen bis jetzt sehr guten, sehr passenden Nachfolger gefunden. In den jüngsten Partien hat es
oder Duellen hat Rapid öfters Probleme gehabt gegen die Hartberger. Und wir haben über unseren Kontakt den Chris aus der Stammtischgruppe aus der Schweiz. Wir haben ihn schon hier und da mal oder einmal auf jeden Fall kurz, wenn es darum ging, die Schweiz und die Stimmungslage in der Schweiz einzufangen, während der Euro zu Wort kommen lassen. Er ist ein guter Freund, Bekannter von Hartberg-Kapitän Jürgen Heil. Und über diese Connection sind wir nun auch hier zu einer Stellungnahme gekommen und haben den Jürgen Heil einige Sachen gefragt vor diesem anstehenden Duell zwischen Rapid und Hartberg. Ihr seid seit dem Trainerwechsel ja voll durchgestartet, habt die letzten drei Partien jeweils gewonnen, seit Mitte August nicht mehr verloren. Mit wie viel Selbstvertrauen reist ihr nach Wien? Selbstvertrauen haben wir genug. Ich glaube, die letzten Wochen waren sehr positiv, obwohl es nicht leicht für uns war mit Trainerwechseln und allem drum und dran. Aber wir sind als Mannschaft so sehr gefestigt und wissen einfach, was zum Tun ist am Platz. Und ich glaube, das hat man über die letzten Wochen gemerkt. Wie siehst du bzw. erlebst du als gegnerischer Kapitän die Spiele im Weststadion? Die Partien sind ja meist sehr gut besucht. Auch für Sonntag werden wieder rund 20.000 Fans erwartet. Wie viel Spaß, Macht bzw. Druck verursacht das? Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als Fußballer, wie vor extrem vielen Leuten zum Spielen. Davon träumt man halt immer schon, dass man vor den größten Stadien in Österreich spielt und dann irgendwann auch vielleicht in Europa. Aber ja, natürlich ist das immer wieder aufs Neue ein extrem schönes Erlebnis, auswärts bei Rapid zum Spielen, weil man einfach weiß, dass da eine extrem geile Stimmung ist im Stadion. Druck, ich glaube, als jüngerer Spieler macht man sich da mehr Gedanken. Wenn man ein bisschen dabei ist, dann kann man das schon mehr genießen. Und ich glaube einfach, dass das sich nie ändern wird, dass man da immer extrem viel Spaß hat, wenn man vor extrem vielen Leuten spielt. Rapid ist ebenfalls gut drauf, präsentiert sich in dieser Saison vor allem auch sehr heimstark. Dennoch, die drei jüngsten Duelle hat alle Hartberg gewonnen und das zu null, zwei davon in Hütteldorf. Worauf führst du das zurück? Liegt euch der SCR? Ja, Rapid hat sich einfach extrem gut verstärkt. Ich glaube, dass die Mannschaft vorher schon einen richtigen Weg eingeschlagen hat und im Sommer nochmal an den richtigen Positionen nochmal extrem wichtige Leute geholt hat. Zum Beispiel in Mamadou Sangaré, der was ja bei uns letztes Jahr schon eine überragende Saison gespielt hat. Ich glaube einfach, dass solche Leute das nochmal bereichert haben bei Rapid. Ja, und zum anderen, ich glaube einfach, also ob uns man das sagen kann, dass unsere Mannschaft liegt, aber ich glaube einfach, dass wir in den Spielen einfach ein bisschen immer über unsere Grenzen hinausgewachsen sind und ja, das wird es am Sonntag auch wieder brauchen, um dort drei Punkte mitzunehmen. Wir wissen, dass wir die Qualität haben, wir wissen aber auch, dass der Gegner sehr stark ist und deswegen wird es sicher ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Aaron Sky Schwarz ist unseren Informationen nach immer noch nicht wieder fit. Wie geht's ihm? Wann kann man wieder mit ihm rechnen? Und wie hast du ihn bisher kennengelernt? Schätzt seine Fähigkeiten ein? Und meinst du, dass er in dieser Saison noch ein wichtiger Faktor für den TSV werden kann? Der Sky ist zu uns gekommen, nach ein Jahr in Klagenfurt, wo er schon die ersten Einsätze in der Bundesliga gemacht hat, merkt man, dass er unbedingt den nächsten Schritt gehen will. Hat dann die Spiele schon am Anfang gespielt, jetzt da hat er mal ein bisschen längere Krankheit zurückgeworfen, wo er ein bisschen zum Kämpfen hat. Aber ist ein Bursch, der was ja sehr viel dafür tut, dass er Fußballprofi sein kann und würde es auch unbedingt. Und deswegen bin ich mir absolut sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Und ich hoffe einfach, dass er die Saison einen Durchbruch schafft bei uns und zum absoluten Stammspieler wird. Zutrauen tue ich ihm auf jeden Fall. Danke auch dir, lieber Jürgen, für diese Worte. Und ja, No Go, der Podcast über Rapid und die Austria mit den Stimmen der Gegner. Ja, du, ich meine, die sind anscheinend bereitwilliger, wenn es hier um Auskünfte geht. Bei Rapid und Austria haben wir jetzt leider noch nicht diese Connections, sollten eigentlich theoretisch mehr haben, aber die, ich sag mal so, die Wiener Vereine sind, glaube ich, ein bisschen mehr abgeschottet, auch mit den puncto öffentliche Trainings oder Testspiele, wie wir es jetzt schon erwähnt haben. Und es ist nicht ganz so einfach, an gewisse Stimmen zu kommen, aber wir versuchen auch hier noch weiter voranzuschreiten und dann hier vielleicht den ein oder anderen vors Mikro zu bekommen, um hier Einblicke zu gewähren. Ist ja, sagen wir jetzt mal, bei Ex-Spielern schon immer mal wieder uns gelungen, die in unseren Specials zu Wort kommen zu lassen und wir hoffen, dass es dann vielleicht dann auch mal aktuelle Spieler oder Trainer sind, die wir hier anzapfen können in näherer Zukunft. Derzeit steht es noch aus, aber was nicht ist, kann er noch werden, Stefan.
Kommen wir noch ganz kurz zum Viola Cup. Der Viola Cup, der Special Violets, den gab es ja noch. Ich glaube, es war schon am vorletzten Wochenende, Stefan. Genau, der Viola Cup 2024 hat stattgefunden. Es haben Rapid-Teams mitgespielt, es haben Austria-Teams mitgespielt. Das Ganze stand unter einem Gemeinsamkeitsmotto und die Fairness und die Begeisterung am Sport stand da mehr im Fokus als die Rivalität gegeneinander. Legenden waren zugegen, zum Beispiel Markus Suttner oder Michael Wagner, oder auch Marco Stark, der ja auch für Städten gespielt hat zum Beispiel und Kapitän dort war, jetzt im P2B-Bereich der Austria arbeitet, haben dann Schiedsrichter gegeben, auch Manuel Ortlechner war vor Ort, hat den Schiedsrichter gegeben und es hat dann auch tolle Preise für die Gewinner gegeben, Geschenkkörbe von Billa Plus, von der XXL, Leopoldauer Alm, Essenseinladungen und so weiter und so fort. Also ein ganz cooles Event, was einmal im Jahr stattfindet, was auch immer größer wird und wo auch wir gerne darüber berichten und auch wir gerne darüber sprechen, weil es einfach zwischen Rapid und Austria viel mehr gibt als nur die pure Rivalität. Genau, und wo wir auch in Zukunft hoffentlich auch mal mit dabei sein können und dürfen. Und also wie du es gesagt hast, waren eben auch Ex-Kicker mit dabei, Austria-Legenden wie Suttner und Wagner. Manu Ortner hat sich es auch nicht nehmen lassen, mit dabei zu sein. Und auch wenn das Ranking nebensächlich war, war es am Ende so, dass Rapid Grün sich knapp vor der Austria Violett durchgesetzt hat, dann Platz 3 ging an Sturm und dann wieder gefolgt von Rapid Weiß und den Special Violets Weiß. Also hier so war das Ranking ganz am Ende. Es gab neben dem Erwachsenenturnier auch noch ein Jugendturnier. Und also bei den Kids auch da viel Motivation, viel Freude, viel Spaß mit am Start. Und ich denke mal, gerade hier hat es dieses Miteinander gezeigt, wie es schön wäre, wenn es insgesamt so wäre. Aber die großen Fans das ein Beispiel daran nehmen, wie es beim Derby vielleicht annähernd sein könnte. Vielleicht ganz nicht so ganz brüderlich, genau. Aber eben doch mit der gebührenden Fairness. Ja, und dann zum Schluss der Folge möchte ich mich nochmal bei allen entschuldigen, denen ich letzte Woche beim Hören unserer aktuellen Folge Probleme bereitet habe, indem ich unabsichtlich nur meine Tonspur hochgeladen habe und nicht die fertig produzierte Folge. Heute werde ich mir die Folge dreimal anhören, bevor ich sie veröffentliche und das wird so schnell nicht mehr passieren. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile die aktuelle Folge, also die letzte Folge, hören können und hört diese in gewohnter Qualität. Genau. Und weil es uns, wir haben es schon mehrmals gesagt, jetzt im gesamten Oktober ein großes Anliegen ist, weisen wir nochmal darauf hin, auf die Aktion von fairplay.org.at. Gewalt ist kein Spiel. Schau nicht zu bei Gewalt, Sexismus und Hass. Ist den kompletten Oktober, eben von 1. bis 31. Oktober, ganz wichtiges Thema, gerade wenn es darum geht, Gewalt im Sport, Gewalt in Beziehungen und dann hier auch eben auch leider viel Gewalt von Männern gegenüber Frauen, wo wir uns im Podcast ganz klar komplett dagegen aussprechen und hier eben auch Flagge zeigen, wenn es darum geht, gegen Diskriminierung, für Vielfalt, gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und Extremismus zu sein. Und dafür sind wir, denke ich mal, bekannt und stehen wir mit voller Überzeugung ein. Genau, und in der nächsten Folge geben wir dem dann wirklich einmal ein bisschen mehr Raum. Das wird dann unsere Schwerpunktfolge zu diesem Thema sein, wo ihr das ein oder andere Statement zu dem Thema von uns hören werdet. Neben natürlich auch den sportlichen Belangen von unseren beiden Kampfmannschaften. Also wird dann nicht nur darum gehen, aber wir werden diesem Thema mehr Raum einräumen. Ja. Genau. Ja, Markus, es hat mich gefreut, dass die Folge jetzt endlich zu Ende ist. Ja, deine längere Prognose mit knapp 45 Minuten ist es dann doch geworden. Ja. Wir hoffen, ihr hattet trotz allem wieder mal Spaß mit daran, seid gut informiert und könnt eben dann auch mit diesen Gaststimmen jetzt gut vorbereitet in die anstehenden Partien gehen. Und wir wünschen dazu viel Spaß und genauso beim Tippspiel auch noch viel Erfolg. Und wir hören uns spätestens nächsten Dienstag wieder.
Habt eine schöne Woche, macht's was gut und Baba. Ciao, ciao.